So, hallo, nach langer Zeit mal wieder zurück auf unserem Kanal. Wir haben heute ein Thema anlässlich des gestrigen Tages, nämlich geht es heute mal um Steve Jobs, der gestern vor 5 Jahren verstarb. Es war wohl ein schlimmer Tag für die Apple-Welt auch allgemein. Deswegen wollten wir uns jetzt zusammenschließen und sagen, wir äußern uns zu dem Thema mal, weil 5 Jahre ist schon eine Zahl. Es ging auch ziemlich schnell vorbei die letzten 5 Jahre mit einer großen Entwicklung auch bei Apple. Man merkt einfach auch bei Apple, dass Steve nicht mehr da ist. Es ist, ja, wie soll man sagen, auch 5 Jahre nach seinem Tod hat sich nicht viel verändert. Das einzige Produkt, was neu ist, ist die Apple Watch. Aber ansonsten, ja, kam nicht viel mehr nach seinem Tod raus bei Apple. Außer jetzt kürzlich das iPhone 7 bis dahin, aber die Entwicklung war nicht wirklich groß und so bahnbrechend. Also die gute Zeit von Apple ist wohl fürs erste Mal ein bisschen gelaufen. Aber ich denke, es wird nicht so laufen, wie es davor lief, als Steve Jobs nicht mehr da war. Und ja, es ist gestern, man hat in allen Medien davon gehört, oder zumindest unter der Hand, nicht auf der Titelseite, aber weiter unten, ja, 5 Jahre Steve Jobs, der am 5. Oktober 2011 verstarb, im Alter von 56 Jahren. Und ja, wir haben einfach gesagt, wir müssen uns dazu jetzt einfach mal äußern, auch jetzt nach dieser langen Zeit, nachdem wir uns nicht mehr geäußert haben, auch nicht mal zum iPhone 7 oder Apple Watch 2. Also dazu werden wir auch ein Video noch bringen. Aber jetzt ging erstmal Steve Jobs voraus. Wir werden aber nochmal ein ausführlicheres Video zu Steve Jobs machen. Haben wir jetzt auch beschlossen und den Kanal auch wieder aktiver führen. Aber das wäre es dann auch schon mal. Nur dass der Tag, der 5. Oktober 2011, einfach nicht in Vergessenheit gerät, haben wir gesagt, wir machen dieses Video. Also das wäre es dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Bye.